Über eine Woche hat die Stadt Königsbrück am westlichen Rand der Oberlausitz gelegen gefeiert. Anlässlich 775 Jahren Stadtgeschichte, 150 Jahren Feuerwehr, 250 Jahren privilegierte Schützengesellschaft und 30 Jahren Grundschule gab es im vollgefüllten Festzelt und an vielen Orten der Stadt rund um die Uhr etwas zu erleben. Am Sonntag nun ging die Festwoche mit dem großen Umzug in den Via Regia Park zu Ende. Heimatverein Königsbrück und Umgebung hatte sich am Sonntag noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 775 mit Helium gefüllte Luftballons wurden an die Kinder verteilt. Die mit Adresse beschrifteten Anhänger sollen nun weit fliegen, um neue Kontakte herzustellen. Die Kameliendamen Cindy und Johanna präsentierten in ihren Kostümen den neuen Kamelienkalender 24 und auch andere Vereine boten an Infoständen Wissenswertes und kleine Geschenke an. Jedem Tierchen sein Pläsierchen hieß es nicht nur beim Geflügelzuchtverein. Weniger als 5000 Einwohner hat Königsbrück derzeit. Doch was hier durch Engagement und Miteinander auf die Beine gestellt wurde, konnte sich mit größeren Städten allemal messen lassen.